Wenn wahrscheinlich, ich denke mal, wir nehmen den morgen weg, aber das müsst ihr entscheiden. Mhm. Ganz einfach aus dem Grunde, weil, ich zeige euch das. Ihr müsst euch das aussuchen, was für eine Perspektive ihr haben wollt. Die kommen auch schon seit Jahren zu mir. Und die haben gesagt, okay, lass den Fuchs auch liegen. Und das Reh haben sie dann an einer bestimmten Stelle hingepackt. Da ist so im Hintergrund, ist da einen großen Tisch fertig machen und dann Mäuse da drin und so, und das dann abends über Lichtschranke. Aber wenn ich das alles baue und da kommt dann kaum einer zum Fotografieren, dann ist der Aufwand das nicht wert. Nein. Thank you.
Er ist leer. Ja. Bestimmt der Bauer oder der Förster, der Jäger. In einem blauen VW. Ja. Schön. Und die Adler, die da waren, waren das Altvögel oder waren das Jungvögel? Ich habe eine Foto. Habt ihr die auch gehört? So rufen, so jick, 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 jick. Kein Mischchen. Weil die Alten haben ja den gelben Schnabel und den weißen Schwanz und die sind so hellbraun.